So, guten Morgen. Heute wird ein Tag. Der Container kommt. Der Flug kommt, der Andi kommt. Abriss, Spachtel, Aufbau, alles in einem. Ja. So ist es. Und jetzt bringe ich erstmal meine Tochter zur Schule. Es ist kurz nach 7. 7.12 Uhr. Ich muss los. Definitiv. Also bis gleich. Und ich bin glücklich, Container. Voran. So, der Flo ist auch da. Jetzt kommen sie alle synchron. Ich bin stolz. Moin. Druff, alle gestresst, ey. Ja, wann kommt jetzt noch raus? Kommt jetzt noch was? Sag mal, ey, es ist noch nicht mal 9 Uhr. Ich hab schon so viel gemacht heute. Was soll ich das noch machen? Gestern hatten wir die Absprache, okay. Also, ich weiß mal nicht. Dann habe ich es ja abgerissen noch. Was stinkt das? Was soll ich das machen? Gut riechen? Das ist ein Kamin. Das ist 100 Jahre alt. Ich räume mal den Container voll. Bis gleich. Ah, du musst natürlich die Tür offen lassen, sonst wird das nichts. Ich bin gekommen, ich habe aufgeschlossen, ich habe das gerade weggeräumt, dann kam der Container. Hat der Container da aber kam Flo und jetzt bin ich hier. So soll es sein.
Naja. Das war meine. Jetzt mach ich die Tür an, ja? Ja, bitte. Ja, ich bin jetzt Ja, es sieht auch nicht scheiße aus oder so. Passt vom Farbton her, baut nicht zu oft die seitlichen Begrenzungen. Natürlich. Leon und seine Maschine. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mit 4 Rädern in Folge. Fahrrad 1 habe ich fertig. Gucken, was Fahrrad 2 möchte von mir. Wir schauen mal. Schraube, Gepäckträger und Pedale neu. Machen wir mal schnell. Haben wir gemacht. So schnell geht's. So, jetzt schauen wir mal, ob das nächste will. Haben wir jetzt noch 2. Mal gucken. Jo, wo war ich da? Ich mal welche Woche. Entschuldigung. Da. Ich hoffe, ich krieg den raus hier. Wer mal gleich wissen, lass ich mal ganz kurz mitlaufen. Ist ja interessant. Gebrochen ist er. Definitiv. Definitiv. Käppchen ab. Vorbau lösen. Glück gehabt. Oh, ist das nur ein Zoll? Ein Zoll habe ich teuer Da muss ich erinnern, ein Achtel. Mann, no, warum bist du denn nicht immer alles so kompliziert? Naja. So oder so, irgendwie brauchten. Schauen wir mal. Es ist natürlich nicht eine Achtel, sondern ein Zoll. Jetzt muss ich gucken, dass ich eine 1 Zoll Vorbau überhaupt da habe. Schraubbar. Mann. Ich hab keinen da. Ich muss improvisieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Fertig. Auch das ist geschafft. Es gibt doch für alles eine Lösung. Der ist jetzt ein bisschen höher, der Vorbau. Ja, genau so einen habe ich halt nicht. Das ist so, die Asche. Schön weggebrochen. Schaut mal hier. Sieht nicht mehr so doll aus, so ein Dralle. Wo ist das? Weg! Jo. Das war das. Bringt uns zu Rad Nummer 4. Jetzt ein größerer Auftrag. Ja.
und zwar dieses gute Stück. Problem hier, der Vorbau, Quatsch, der Steuersatz lockert sich immer wieder. Gabel, Gewinde kaputt, also man kann das immer wieder mit der Hand hier festziehen. Man kann das immer wieder festziehen, aber auch wenn man es richtig kontert, es hält einfach nicht. Gewindegänge von der Gabel durch, Steuersatz, Gewinde durch. Wir schauen mal. Ich probiere es erstmal mit einem neuen billigen Steuersatz auf der alten Gabel. Das ist die günstige Version. Und dann, also erstmal den alten Steuersatz raus. Das mache ich jetzt. Und ihr schaut zu von wo aus denn. Vielleicht von da. Das ist eine gute Position. Das raus. Kappe ab wie immer. Ein Regenkäppchen. Ist das stellig? Gabel müssen wir eh ausbauen. Also. Bremse ab. Hier muss die Bremse ab. Warum soll man sich ab? Was erzähle ich denn? Zug ab. Wupp. Oh, was kam da? Ein bisschen Sand. So, erstmal beiseite. Deorganisiert hier, furchtbar. Muss ich voll schmieren. Und damit diese einfach schöne Rahmen nicht beschädigt wird. Gabel raus, Steuersatz ab, das dürfte ja nicht so ein Problem sein, wie gesagt, der lockert sich ja eh immer wieder. Nummer 1. Schlackert ja schon richtig. Nummer 2. Natürlich. 40635. 635. Ja. Ein Krampf. Scheiße, habe ich nicht dabei. Gut.
Ja, dann komme ich wieder. Wer hat's da? Ja, so. Prima. Gut, bis später. Na klar, bis dann. Ciao. Eins, zwei, drei, Polizei. So, jetzt haben wir raus. Darauf mal einen Schluck Mate. Mate-Tee. Jetzt der Lagersitz runter. Den zusammen knippern und zu den Akten legen. So, jetzt schauen wir uns doch mal die Kabel an. Wenn jetzt die Winde da schon komplett durch ist, die man jetzt sehen kann, absehen kann, dann macht man natürlich wechselt man natürlich auch die Gabel aus. Das Gewinde aber noch brauchbar erscheint. Sprich, nirgendwo was rausgerissen ist. Oder dergleichen. Ja, dann probiere ich es jetzt erstmal mit den Günstchen. Steuersatz. Bleiben tue ich jetzt nirgendwo und fühlen kann ich auch nicht nach Nutzung. Nö. Ich würde es durchaus noch mal probieren. Aber wie gesagt, günstigen Steuersatz, den ganz günstigen, der kostet 10 Euro. Fancy stuff. Da war ich nur besoffen oder was? Es ist schon geweint.
So. Also müssen wir mal so sehen, die Fettpackung, die da vorher drauf ist, das ist aller Müll. Das taugt nicht. Macht ruhig richtig Fett drauf. Darauf Fett, es kommt kein Wasser hin. Das schon mal gut ausspülen, wird sich so oder so. Früher oder später, also aber lieber später als früher. Was muss ich erstmal ausfeilen? Nee, die Nase ist hier an der Gabel nicht vorgesehen. Das hat für einen ganz anderen Steuersatz gedacht. Ja, mit Verzahnung von oben. Ja, der braucht so eine Nase halt nicht. Also ausfeilen. Das mache ich hier. Sieht man mal. Wie lange hätte man wohl früher an so einem Stück gefeilt? Das ist alles keine Qualität mehr, ey. Das Stahl, das Material. Das ist halt nur noch billig, billig, billig. Das ausreicht.
Werkzeug von 1 trifft auf Stahl von heute. Auf Metall. Ja, jetzt geht es natürlich mit. Jetzt braucht man hier unten eine große Zange, die das festhält. Quasi, und damit man hier oben vernünftig kontern kann. Okay. Fühlt sich erstmal okay an.
Okay. Jetzt gehe ich mal nach oben und schau mal oben, wie es da wieder aussieht. Ist ja weiter verputzt worden. Tack. Oh, jetzt ist fertig. Regulär. Alle vier Räder fertig. Ich bin stolz auf euch. Danke für eure Hilfe. Danke. Bis demnächst. Na, ist das gut? Ja, das sieht jetzt anders aus. Ja, wenn ich heute gehe, dann sieht es schon sehr gut aus, wirst du sehen. Wer denn, was denn? Da ist wie bloß den Teig bleiben. Ich mache jetzt doch eine Kochausbildung. Also. Das sieht aus, als ob der gerade. Die Marke wird jetzt demnächst nicht. Die Marke wird den Durchbruch machen. Dulano. Dulano, die neue Fahrradnahrung. Also Fahrradnahrung. Das ist Kraftfutter. Ja. Halt Nahrung. Da ist ein Schwein drauf. Naja, da muss ein Schwein drin sein. Na hier. Na? Ich war schon fleißig. Ich auch. In der Schule. Geht nicht. Ich glaube, der kleine Mensch geht nicht. Der Bude und Fleißig zusammen ein Satz. Doch, jetzt werden Zeiten kommen, wo ich ja so wieder sehen. Was habt ihr? Macht's ja jetzt schon. Wir sind alle. Clash of the Titans. Was denn los? Fensterwolle versus. Na? Mika Praktikus. Frag ich nicht was, ja. In Petus. In Petus. In Petus Minimus. Impotentus. Impotentus Minimus. Headbutt! Wo ist der Sleeper holt? Jetzt bringe ich mich wieder auf den ersten Arm. Die haben sich dann so gezankt, wollte keiner weggehen und dann hat es richtig so BAM geklatscht. Er landete rückwärts auf dem Beton vor. Soße. Ja. Asphalt. Moin. Wollen Sie noch ein Foto? Ja, machen. War irre, ne? Ja. Ja, nicht, dass der Kaffee nach Leberkäse schmeckt. Wollen wir ja nicht. So als Veganer. Ja, ich war heute wählen. Briefwahl. Ich war heute wählen. Briefwahl. Also, das ist ja. Nicht wählen. Das ist nicht ja, wählen. Ja, aber es ist halt so Vorwahl oder sowas. Nee. Was hast du denn das gewählt? Für Tempelhof. Du warst einfach bloß briefartig wählen, aber. Das ist Wahl. Nur ist nicht zur Wahl ohne ist, sondern verwurstet muss. Ah, das ist nicht das Richtige wählen. Das ist Briefwahl. Warum? Kommt doch nicht an. Nee. Landet da sofort bei der Post im Schredder. Sofort durch die Nudel. Alternativpartei für Zukunft. Alternativ. Ich wüsste nicht, wen ich wählen sollte. Ich glaube, ich die Partei. Oh. Das ist halt mehr.
hatten wir heute schon wieder. Wir hatten heute, übrigens, Wahl-O-Mat hatten wir heute gemacht im Unterricht. Ganz oben war die Piratenpartei. Ganz unten. Da kommt noch einer? Ja, mit seiner Akte. Die Opposition, so heißt das alles, oder? Hallo. Was ist der Vorsitzender? Nicht lange. Meißel, Hammer oder Hammermeißel? Nee, was? Wie? Naja, wir wissen doch, was ich ihn runterholen soll. Na, Hammer und Meißel ist. Naja, Hammer und Meißel, sagt er. Meißel und Hammer, Hammer und Meißel. Hammer, Zirkel, Ehrenkranz. Das ist am Ende den Ehrenkranz. Zirkel braucht heute mal nicht. Zirkel, ne? Muss auch geplant werden, alle Dude. Also das ist ja nicht so schlecht. Ich plane mal hinterher, ich kriege erstmal ab. Ja, du musst ja Abriss an die Container an die und was auch immer. Wird erstmal abgerissen und dann wird ein Plan gemacht. Nein. Wir planen erstmal einen Abriss. Ah! Herbert! Noch so ein chaotischer Fahrradfahrer. Moin. Miami! Hi! Miami! Ja! Miami! Herbert! Hallo Thomas! Mal dem Andi zur Hand gehen, wenn du willst. Ja. Also nur, wenn du willst. Ja. Die Wand rauszureißen, wenn hinter das Glaspapier ist noch. Das ist aber die Papier jetzt. Willst du ihm helfen? Ja. Kann er dir helfen? Ja, wenn du willst, hast du. Ja, klar, gut. Also Schutt kann ja auch immer gleich raus, sonst steigt man immer drüber.
ich habe eigentlich was für dich dabei, aber bist du bisschen Stimmung? Stimmung? Wie war das denn, Dillo? Oder? Ich mach heute den Einführer. Ja, nicht bei mir, du. Den einen Führer. Den einen Führer? Ja, nimm dir, Manni. Ja, komm. Hast du mitgebracht? Wir müssen her. Ich sehe aus wie eine Potzer, Mann. Diese Pfeifer. Ja, auch die Haltbarkeit erreicht. Bis 07. Okay. Nee. 07 ist mir ein bisschen lange her. Das ist doch Esel. Wie kommst du auf 2007? Ja, ja. Indem du mal hier hochklappst. Ja, dann warte doch mal. Und dann mal hier liest. Ja, da. Ist doch russisch. Ja, aber trotzdem, russische laufen irgendwann ab. 13.02.18. Ja, das ist der 8. Design vielleicht. Ja, haben sie hergestellt vielleicht schon. Na gut. Ich hab's auch mal nicht gesehen. Jo, alles klar. Na, wir kommen so mal essen. Ach, jetzt hör auf mit deiner Stimmung. Die Stimmung kippt gleich. Stimmung kippt. Hä? Was? War was? Oh ey, was heißt das? Oh ey, Der Holzbank hier. Sie hat gekauft bei Ali. Der Ali Bauer? Ali Bauer, 40 Euro. Deko. Wimpel, ja. Wimpel. Was ist das? Boah. Ja. Segel. Ein paar Schraubenschlüssel natürlich. Schraubenschlüssel. Guck mal, Ali, oder? Oh, was ist denn das? Gnade! Gnade! So. Alter, Alter. Seid du dir und anderen nett, schenke Freude mit Hase. Das will ich nicht mehr, das ist Schmiedespuren. Das fand ich geil mit den Schmiedespuren. Produktionsdatum 13.02.17, Exportdatum 13. Was ist das Fahrrad? Bildet zusammen 300. Fahrrad und Schild. Ja. Der wollte 500 haben. Ich sag, das kann ich nicht machen. 500. Von Tesch. Ja. Von Tesch auf Tesch. Das ist cool. Das ist entspannend. Und das Fahrrad ist richtig geil. Was ist? Ein Basso. Rennrad. Ah. Echt? Also blau da vorne stand gerade. Ja? Der blaue da vorne stand? Nee, hier um die Ecke steht der blaue. Die blaue steht hier um die Ecke. Wo steht denn das? Hier. Ja. Genau. Voll Camper-Ausstattung. Ja. Ah, Fakt ist, wir müssen einräumen. Also ich muss jetzt noch schneiden. Jetzt ist 21 Uhr genau.
Ich muss schneiden. Schöne Kackdiskussion zum Abend. Ich freue mich. Da piepst. Ich habe einen Basso gekauft. Muss ich mal kurz sagen. Hier. Basso Korall. Wie ist die Farbe? Korall. Voll Korall. Voll Korall, Alter. Ja, voll Korall. Mit Campagnolo Titanium GR5. Mal gucken, was der kostet, der Sattel. Alter, Campa Titanium GR5. Ey, cool, ist sowas von 50 Sekunden. Jetzt heißt es Korall. Campa? Ey, der Kuchen war ja mal eine Bombe, wa? Hast du probiert? Ja. Da gib dir mal einen Auftrag, wie freut sich. Ich hab danach echt so BUM in meinem Bauch gehabt. Das war so. Nicht zu viel. Das Ding hat echt. Wie man hat einen Stein im Magen denn? Macht das, hat satt gemacht. Ah, so war toll. Ja, das war Buttercreme. Boah. War eine, ja. Also keine Sahnetorte, ja. Sondern eine Buttercreme-Torte. Ja. Boah, geil. Man hat richtig gut bekommen. Nicht mal zu finden, ey. Zeig mal dieses. Ich zeig mir auch nicht jetzt. Nee, das mit dem vereinfachten Los. Da ist er. Er ist in schwarz. fick dich. Studio Brisant ist ja schon Second Hand. 288 Euro. 80. Faktorpreise. Das hier braucht. Italienische Preise. Geil, wa? Ja. Und das ist nicht mal der Titanium. Und du hast den Elektrasattel. Du hast den Titanium oder was? Ich hab Titanium. Havanna. Ausverkauft. Oh. Heißt, der ist auch leichter oder was, der Titanium? Ach, das ist scheißegal bei so einem Sattel. Das ist ganz ehrlich, ist völlig lax ist das. Naja, der kostet wahrscheinlich noch mehr. Wow. Also, das habe ich echt nicht mal gesehen. Das zeige ich jetzt zum Stecken. Gucke ich drauf, denke, das ist ein Camper. Hier, die Stütze habe ich draußen verbaut. Krieg nie raus. Die ist scheiß teuer. Stimmt. Da hängen sie doch immer alle dran nachts und versuchen, das Ding auseinander zu schrauben. Weil die Stütze irgendwie 150, 200 Euro kostet. Ja. Aber geht nicht raus, weil der Rahmen total staucht ist und die Stütze festklemmt, sonst hätte ich sie schon rausgeschraubt. Da ist er. Nee, auch nicht. Da fehlt auch Titanium. Du musst den Rahmen wegsägen. Oh, es ist noch in einem Funktionstyp im Fahrrad drin, ne, wa? Nein, aber mittlerweile haben sie echt viel geklaut von dem Ding. Mal an, ey. Voll Freaks. Du 2000 Mark bezahlt hast für eine Rolex oder so und heute kostet die 8000 Euro. Oder was, das war halt das gleiche hier am Ende. Irgendwo. Also kannst du für den Gebrauchten jetzt auch 200 Euro verlangen. Verstehe ich es richtig? Für den kann ich wahrscheinlich 500 sogar verlangen, weil den gibt es ja halt irgendwo. Aber ich würde gar nicht machen. Hat keiner kaufen, oder? Du siehst ja, ein kaputter ist drin für 100 Euro. Ausstellungsstück. Das wird ein Ausstellungsstück, ja, ganz einfach. Für Tinian genauso wie das ein Ausstellungsstück wahrscheinlich ist für immer. Und das wird dann ein Highlight auf deiner Website. Das Ultraleichtding? Wenn das mal irgendwann jemals die Gestalt annimmt, ich sehe das alles nicht. Ich sehe hier ja nichts. Nichts klappt! Ich schließe mit diesen Worten, nichts klappt. Dann, ciao. Patentschrift!